Wie bitte? Wo lade ich das auf Ihrer Webseite hoch? Was laden Sie auf die Webseite? Na, die Verifikation, also den Personalausweis, wo muss ich das hochladen auf der Webseite? Per E-Mail, wenn Sie zuerst bekommen, einen Anruf von dem Finanzberater. Er sagt genauso, brauchen Sie das per E-Mail machen oder brauchen Sie auf Ihre die Handelskonto das aufladen oder wie es funktioniert, okay? Gibt es verschiedene Möglichkeiten dafür und eher erklärt das. Das ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist Konto aktivieren nur. Ja, haben Sie aber da keine professionelle Lösung, wie man das verifizieren kann? Weil per E-Mail, das ist ja nicht gerade professionell. Schauen Sie mal, zuerst brauchen Sie reden mit ihm. Es kann sein, dass mit Kamera auch, für Verifikation. Also, ich kann nicht genauso sagen, weil ich bin nicht für Rechtsabteilung. Ich bin Kontomanager. Rechtsabteilung macht das, bekommen Sie auch hier mal Adresse, wie es funktioniert. Ja gut, aber bevor ich bei Ihnen jetzt 1000 Euro einzahle, möchte ich das ja schon vorher wissen. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Bevor es losgeht, möchte ich mich erstmal bei euch für 50 Abonnenten bedanken. Als ich das Projekt gestartet habe, hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass wir in nicht einmal 2 Wochen schon so viele werden. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Ihr wisst ja bereits durch meine anderen Videos, dass es mir ein großes Anliegen ist, möglichst viele über die Methoden der Abzocker aufzuklären. Daher freut es mich extrem, dass es nun so schnell ging, so viele von euch zu erreichen. Schreibt mir sehr gerne einmal in die Kommentare, was ihr euch noch so wünscht und was ihr besser machen würdet. Vielleicht kann ich meine Qualität für euch dann noch ein wenig steigern. Wenn du noch nicht abonniert haben solltest, dann ist jetzt der richtige Moment dazu. Vielleicht knacken wir ja bald noch die 100. Und nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Abzockversuch von Globe the Chain oder wie auch immer die heißen. Schönen guten Tag, Herr Gerold Steiner, ja? Hier spricht Daniel Stanzel von Globe the Chain. Mhm, ja. Herr Steiner hat bei uns eine Anmeldung gemacht für Onlinehandel, korrekt? Mhm, das ist richtig, ja. Genau. Ich bin ein Kontomanager und wie gerade in meinem System sehe, Herr Steiner, Sie sind auch noch unsere Webseite, ja? Der Anrufer bezeichnet sich als Kontomanager. Es gibt hier auch andere Anrufer, die sich als Accountmanager bezeichnen. Die beiden genannten Begriffe sind genau genommen nichts anderes als ein moderner Begriff für das Wort Callcenter-Mitarbeiter. Aber Manager hört sich natürlich viel schöner und professioneller an. Nee, jetzt bin ich gerade nicht mehr drauf. Nee. Also, Sie sind gerade aufgelockt, okay. Herr Steiner, also, ich würde Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Haben Sie Zeit dafür? Ja, ich habe gerade Zeit. Okay, wunderbar. Dann machen Sie das mit Computer oder machen Sie das mit Handy? Ich mache das mit Computer. Okay, dann bitte, also öffnen Sie noch einmal die Browser, einloggen noch einmal auf Ihr Handelskonto und ich erkläre Ihnen, wie können Sie Ihr Handelskonto aktivieren, okay? Ja. Bitte. So, den Browser habe ich auf. Also, ja. Sind einloggen Sie noch einmal auf Ihr Handelskonto, wenn können Sie es nicht, ich helfe Ihnen. Ja, sagen Sie mir. Seite globethechain.com. Sagen Sie nochmal die Domain. Ja, also globethechain.com, das ist Webseite, ja. Mhm. Und wenn Sie werden auf diese Webseite gehen, Sie brauchen ganz oben, ganz rechts steht eine Anmeldung oder Login. Ah ja, genau, da steht Login. Sehen Sie? Da klicke ich mal auf. Da bitte. Ah ja, bin sogar schon angemeldet, ja. Sind schon angemeldet, ja? Ja, genau. Wunderbar. Jetzt bitte suchen Sie dir ein Profil. Erster Schritt, Handelskonto zu aktivieren, das ist Profilaktualisierung. Linke Seite muss steht ein Profil. Sehen Sie? Ja, genau. Ja, drücken Sie da bitte. Und muss bekommen die Ausfüllungsdaten. Ja? Das ist ein Geburtsdatum, Postleitzahl, Adresse, Staat und Bundesland.
Ah ja, genau. Es ist dieses, wir brauchen das auszuhören, bitte, diese Daten. Und dann erkläre ich Ihnen, wie bei uns es funktioniert, welche Möglichkeiten haben Sie bei uns und wie wird Ihr Handelskonto bis zum Schluss aktiviert. Dann gebe ich das mal ein. Geburtsdatum habe ich. Was gebe ich bei Starter ein? Bei Starter, das ist die Stadt einfach, wo Sie gerade wohnen. Also das ist das, in welcher Stadt wollen Sie? Achso, da nehmen wir Berlin. Also die Stadt ist Bundesland. City ist eine Stadt. Achso. Okay. Auf die Stadt schreiben Sie Bundesland. Genau. Ja gut, das ist ja das Gleiche. So, bei Adresse, da kommt dann die Straße rein. Genau, korrekt. Bei Ihnen läuft Musik im Hintergrund. Können Sie die bitte ausmachen? Ja, klar. Ah ja, jetzt ist die aus. Gut, super. So, dann kann ich mich auch wieder konzentrieren. So, dann haben wir Postleitzahl soll das, glaube ich, sein. Dann trage ich meine Postleitzahl da noch ein. Genau. So, und dann drücke ich auf Submit. Der Typ am anderen Ende hat die Musik natürlich nicht ausgemacht, aber wenigstens in der Zeit, wo er nicht gesprochen hat, sein Mikrofon gestummt. Musik im Hintergrund ist in jedem Fall eins der vielen Anzeichen, das euch sagen sollte, dass der Anrufer definitiv von keiner seriösen Firma anruft. Genauso wie das Geklatsche, das man oftmals im Hintergrund bei den Telefonaten hört. Ja genau, dann habe ich das jetzt gespeichert und was mache ich jetzt? Zweiter Schritt, Handelskonto zu aktivieren, das ist eine Einzahlung, aber bis das, ich erkläre Ihnen über uns und über Möglichkeiten, welche Sie bei uns haben, okay? Okay. Herr Steiner, Sie haben sich angemeldet auf dem vollautomatischen Handelsplattform. Das bedeutet, dass Handel bei uns passiert mit automatischem Handelssystem, ein Roboter. Der macht mathematische Analyse in Finanzbörse, sucht selber, kauft und verkauft auch selber und so profitieren Sie das Geld. Das Geld bekommen Sie auf Ihren Handelskontostand, auf dieses Kontostand, klar. Und daher können Sie das Geld auszahlen. Mit Ihnen wird auch arbeiten ein Finanzberater, der macht einen Finanzplan für Ihnen und hilft einfach, die in Finanzbörse alles korrekt zu machen. Dritte, was bekommen Sie, das ist ein Welcome-Bonus. 20% von Ihrer Investition bekommen Sie als Bonus. Bei uns für Einzahlung gibt es die vier Möglichkeiten. Das ist ein PayPal, Online-Banking, ganz normale Banküberweisung und mit Kreditkarten. Mit welcher Möglichkeit wollen Sie benutzen und mit wie viel Summe wollen Sie Handel anfangen? Ja, weiß ich nicht, mit wie viel sollte man denn anfangen? Ja, Mindestsumme, wie Sie wissen, das 250 Euro, weniger leider geht es nicht. Ja, und so bis 1000 Euro als Investor, Sie können machen. Okay. Und über wen sind Sie reguliert? Wie bitte? Über wen sind Sie reguliert? Wir oder überhaupt, was fragen Sie? Ja, wir sind reguliert von BaFin und FCA auch, von beider Seite. Von der BaFin? Ja, klar. Ah ja, okay. Super. Ja, das ist eine gute Plattform, Herr Steiner. So, ja, was muss ich jetzt machen?
Ja, also wenn Sie keine Frage haben über uns, also wie es wird funktionieren, wenn ich habe schon das gut erklärt, dann machen wir eine Investition. Und ich habe schon gesagt, dass Sie haben dafür die vier Möglichkeiten. Wenn Sie machen eine Investition nach der Aktivation, Sie bekommen zweimal Nachricht auf Ihre E-Mail-Adresse, eine die für Verifikation und zweite mit Ihren Handelskontounterlagen. Ja? Und ja, damit wird schon Ihre Handelskonto bezogen. Das sagt, innerhalb 24 Stunden bekommen Sie einen Anruf von Ihrem Finanzberater und können schon Handel anfangen. Okay. Also, welche Einzahlungsmöglichkeit wollen Sie benutzen, Herr Steiner? Ja, am besten Banküberweisung. Banküberweis. Okay, denn auf diese E-Mail-Adresse, Sie bekommen einen Bankdetail, ja? Und Sie können die Banküberweisung machen. Nur beachten Sie bitte, dass wenn Sie machen eine Überweisung, diese Quittung nicht wegschmeißen, okay? Machen Sie einfach aus dem Foto auf diese Quittung und schicken Sie uns zurück mit dieser E-Mail-Adresse, woher haben Sie die Bankdetails bekommen, weil es wird bleibt als Dokument mit dem Handelskonto. Okay? Ja, okay. Okay, wunderbar. Ungefähr wann können Sie das machen? Können Sie mir auch sagen? Das würde ich mit der Sparkasse aus Berlin machen. Okay, und schaffen das heute oder morgen? Oder Tag Montag? 12 Uhr, das könnte ich heute noch schaffen, ja. Ja, wir arbeiten bis 18 Uhr, deshalb frage ich, weil ich brauche noch einmal einen Kontakt gegen nach der Aktivation und Ihr Profil ausfüllen. Okay, den Steiner von Molly Meyers bekommen Sie eine Nachricht mit Bankdetails, ja? Und wenn Sie machen, das heißt Überweisung, machen Sie ein Foto auf dem Quittung und schicken Sie uns zurück. Dann rufe ich Ihnen noch einmal und machen wir alles zum Schluss fertig. Okay? Und wie läuft das denn mit der Verifikation nachher mit meinem Konto? Also Anmeldung, das heißt, Sie haben schon auf Ihr Handelskonto einzuloggen und eine Finanzabteilung wird schon sagen, genauso welche Unterlagen brauchen Sie für Verifikation. Ach Das so. steht in die E-Mail-Adresse, welches bekommen Sie nach der Aktivation. Ja, und wie nehmen Sie die Verifikation vor? Wie muss ich das nachher machen? Na, also das hängt von vielen Arbeiten. Normalerweise das brauchen Sie die ganz normal, also die also Ausweis von Ihrer Seite, ein Kopie von Ihrem Ausweis, ja, und brauchen Sie auch die Daten, Ihre Daten, also wie zum Beispiel die Zahlscheine etwas oder zum Beispiel Ihre Wohnadressebestätigung. Und ich glaube, das wird alles. Und Also die Führverifikation, weil wenn Sie werden das ausfallen machen lassen, ja, das muss bestätigt, dass Sie machen das auf Ihren Namen, wird bestätigt. Ja, ja. also alles muss korrekt sein. Und über welche App machen Sie denn die Verifikation nachher? Nein, es ist nicht mehr F, Sie bekommen einen Anruf und Sie sollen Sie schicken die Daten per E-Mail, glaube Also Sie möchten, dass ich meinen Personalausweis dann per E-Mail schicke? Na, also ganz normal, ja. Also mit den Dokumenten, welches bleibt, mit dem Handelskonto, wie zum Beispiel Sie machen eine Anmeldung irgendwo, wo die Finanzdaten steht, ja, das Finanzamt zum Beispiel oder was Gleiches, irgendwo brauchen Sie den Ausweis, ja? Also wir müssen bestätigen, dass Sie wirklich dieser Mann sind, Steiner, Herr Steiner, der will das Geld auszahlen und einzahlen und investieren und so weiter und so fort. Ganz normal. Ja, das ist Also normal, das ist soweit richtig. jede, Aber ja. haben Sie da keine App für? Na, haben wir keine. Alles geht auf der Webseite, auf dieser Webseite, welches gerade jetzt Sie sehen. Okay, und wo lade ich Leider das? noch nicht, aber wir arbeiten noch darüber, es ist in Planung. Ja, wo lade ich das auf der Webseite hoch? Wie bitte? Wo lade ich das auf Ihrer Webseite hoch? Was laden Sie auf der Webseite? Na, die Verifikation, also den Personalausweis, wo muss ich das hochladen auf der Webseite? Per E-Mail, wenn Sie zuerst bekommen Sie einen Anruf von dem Finanzberater. Er sagt genauso, brauchen Sie das per E-Mail machen oder brauchen Sie auf Ihre die Handelskonto das aufladen oder wie es funktioniert, okay? Gibt es verschiedene Möglichkeiten dafür und er erklärt das. Das ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist Konto aktivieren nur. Ja. Haben Sie aber da keine professionelle Lösung, wie man das verifizieren kann? Weil per E-Mail, das ist ja nicht gerade Was meinen Sie? professionell. Also, na, schauen Sie mal, zuerst brauchen Sie reden mit ihm.
Es kann sein, dass mit der Kamera auch für Verifikation. Also ich kann nicht genauso sagen, weil ich bin nicht für die Abteilung. Ich bin Kontomanager. Die Abteilung gemacht hat, bekommen Sie auch E-Mail-Adresse, wie es funktioniert. Ja gut, aber bevor ich bei Ihnen jetzt 1000 Euro einzahle, möchte ich das ja schon vorher wissen. Wie so oft. Wenn man eine Frage stellt, sind die Leute hoffnungslos überfordert. Aber mal im Ernst. Ich soll hier mein Geld investieren, aber Fragen beantworten kann er mir nicht. Die Ausrede, dass er die Aktivierung macht, zählt hier einfach nicht. Seriöse Firmen, die mein Geld haben wollen, müssen mir sowas einfach vorher sagen, bevor ich denen mein Geld hinterher schmeiße. Ja, also schauen Sie mal, ja, wenn Sie wollen 1000 Euro einzahlen, dafür gibt es die andere Verifikation. Wenn Sie machen 250 Euro, gibt es andere Verifikation, weil gibt es diese drei Summe. Und warum, sage ich, ja? Das gibt verschiedene Konten. Ja. Wenn ich 250 Euro einzahle, mache ich andere Verifikationen. Wenn ich 1000 Euro einzahle, mache ich andere Verifikationen. Wie immer nur Blödsinn. Aber zumindest verschwendet er schon richtig viel Zeit mit mir. Und mal sehen, ein bisschen geht's noch. Also, wenn Sie machen das mit 1000 Euro, ja, Sie bekommen der Finanzexpert, der macht mit verschiedenen Positionen Handel in Finanzbörse. Nicht nur in einem, trotzdem 2, 3, 4, 5. Das entscheiden auch Sie zusammen. Damit minimalisieren Sie alle Risiken. Ja? Mit 500 können Sie mit anderen Summe profitieren. Mit 250 andere Summe. Und damit brauchen Sie die andere Verifikation. So groß Summe ist, so schwer ist die Verifikation. So mehr Dokumente brauchen Sie das dafür zeigen. Ja? Also, das ist ganz normale Prozess im Sinne. Ja, das ist ja auch richtig, dass eine Verifikation stattfinden muss. Die Frage ist halt nur, wie Sie das machen. Wie es funktioniert, bekommen Sie auf Ihre E-Mail-Adresse. Das ist nicht meine Arbeit, okay? Also oder machen Sie es oder nicht. Das entscheiden schon Sie jetzt und gerade jetzt, bitte. Also Sie schicken mir jetzt erstmal alles per E-Mail zu, dass ich mir das angucken kann. Mit der Verifikation. Aha, okay. Na, das war jetzt eine Frage. Ja. Also, Herr Steiner, ich erkläre es noch einmal, wie funktioniert Verifikation, welche Informationen habe ich darüber. Ich bin jetzt Rechtsabteilung. Ich kann nicht genau sagen, welche brauchen Sie Unterlagen, wie lange es dauert, wie es funktioniert, genau und so weiter und so fort. Okay? Es kann sein, dass Sie einfach brauchen, die Unterlage hochladen. Es kann sein, auch, dass Sie brauchen, die mit Kamera Verifikation machen. Es kann sein, dass Sie brauchen, die mehrere Dokumente lassen, nur Ausweis haben. Ich erkläre schon das, ja? Ich habe schon gesagt, welche Frage haben Sie noch damit? Ja, die Frage ist halt, wie ich das genau machen muss. Ich meine, bevor ich jetzt, wie gesagt, 1000 Euro einzahle, möchte ich ja schon genau wissen, wie das dann abläuft. Ja, okay. Nehmen Sie mir eine Minute bitte und dann ich frage die Rechtsabteilung mit Ihnen zum Reden, okay? Und erklärt er oder sie. Alles klar. Rufen aber halt auch wieder viele an hier. Hallo? Bin ich mal gespannt. Noch jemand dran? Hallo? Ja, hallo? Ja, guten Tag, das ist Herr Keller am Apparat von der Finanzabteilung. Ich weiß, ich hätte ein paar Fragen zusätzlich zu Ihrer Registration, ja? Genau. Ja, bitte bin ich da dafür, alles zu antworten. Ja, ich würde gerne wissen, wie die Verifikation dann nachher funktioniert, nachdem ich 1000 Euro eingezahlt habe. Also die Verifikation brauchen Sie ja eigentlich irgendwelche Bestätigung von Ihrem Identität. Eine ganz normale Vorerschein würde das auch passend sein. Ja. Und Sie brauchen das einfach dann über die E-Mail-Adresse zu senden. Ja? Einfach ein Foto von der Vorerschein ist okay.
Na, aber haben Sie da keinen professionellen Weg, Ihnen das zukommen zu lassen, wie zum Beispiel PostIdent oder eine andere App? Nein, also einfach nur den Führerschein oder ein Foto von der Führerschein oder ID-Pass. Ja, das habe ich schon verstanden. Das ist soweit auch richtig. Das ist ja gang und gäbe bei der Bank. Aber die Frage ist, ob Sie da auch eine professionelle Variante haben, weil per E-Mail ist das, da fängt ja der Identitätenbetrug quasi schon an. Nein, jetzt geht es über E-Mail. Also anders haben wir nicht. Mhm. Und haben Sie sich da mal überlegt, mal eine professionelle Variante zu gehen? Weil per E-Mail, das liegt ja dann quasi einfach nur rum. Ich entscheide das nicht, ja, also wie wir das machen sollen, das entscheidet ein Unternehmen. Also so. Von mir ist das nicht abhängig. Ja, aber Sie könnten es ja auf jeden Fall weitergeben, dass man mal sowas wie PostIdent einführt, weil das wäre ja, dann das noch bestimmt. Seriös. Per das bestimmt, das kann ich weitergeben. Per E-Mail ist halt einfach nicht seriös, da gebe ich dann auch kein Geld rein. Ja, bitte wünschen dann, ja, können Sie dann... Ja. Das auch können wir das auch überlegen, ja, und wenn wir so eine Variante haben, dann können wir das dann auch anbieten. Das funktioniert so über E-Mail, also seit Jahren. Mhm. Ja, dann melden Sie sich einfach nochmal, wenn Sie denn da eine professionellere Lösung haben. Ach so. Okay, alles klar, wie Sie möchten das. Okay. Oh. Tja, kein Geld, keine Verabschiedung. Sehr nett. Irgendwie sind die Typen von der Trading-Abzocke alles hoffnungslose Fälle. Vor allem fand ich die Tonqualität von der Gegenseite echt merkwürdig. Ich hatte es wirklich sehr, sehr schwer, den Typen zu verstehen. Dazu noch das undeutlich schlechte Deutsch. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber während des gesamten Anrufs hat es, glaube ich, noch 5-mal bei mir angeklopft. Das ist schon Wahnsinn. Das Gespräch ging ungefähr 18 Minuten, schon eine starke Leistung, wie viele es in dieser kurzen Zeit versuchen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich hoffe, dass euch mein neues Video wieder Spaß gemacht hat. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.